Aber Lukas, der ganze Mensch, wenn du es noch einmal machst, so 3 Milliarden Premieren auf einmal machen, ja, so geplante Sachen, ey, dann rasch die aus, meine ganze Abo-Box war voll. Was los, Mike? Meine ganze Abo-Box war voll, ich habe nichts mehr gefunden. Da waren auf einmal 30 Videos von dir. Warum hast du 30 Videos auf einmal hochgeladen? Ja, ihr habt alle geplant. Andere Frage, warum hast du Lukas Kanal auf mich? Gute Frage. Gleich würde ich abonnieren. Oh, come on, ist es schon für euch zu spät, ihr Dummköpfe? Ja, es ist für euch schon zu spät. Georg, hast du eigentlich einen YouTube-Kanal? Nee. Der ist bei mir untergemietet. Ach, wie viel muss er zahlen? Technisch gesehen schon, weil man ja einen braucht, um Kommentare zu schreiben, aber ich habe da keine Videos drauf. Ja, das ist ein Account. Und dann Nein. Videos macht, ist es ein Kanal. Nein, nein, nein. Wenn du dich anmeldest und dann einen Kommentar verfassen willst, musst du erst mal einen Kanal erstellen. Also steht Ja, aber dazu. die werden auch alle erst angezeigt, wenn überhaupt ein Video online ist. Ja, also keine Ahnung. Es steht jedenfalls da, dass man dann einen Kanal hat. Als richtigen Kanal tue ich das ja auch nicht hier. Ey, aber die Idee, die setze ich gleich um, ne? Und dann Dann könnten kannst wir, du ja Mike, irgendwie. dann können wir das theoretisch. Data-Fact-Creator kommt zum Einsatz. Nein. Komme ich nicht ganz zurecht. Ja gut, dann können wir ja, das ist ja eigentlich relativ simpel. Man braucht ja eigentlich nur so ein Todescounter und man kann ja auch von mir aus irgendwie, keine Ahnung, so ein kleines Plugin schreiben, was dann ab und zu die Koordinaten von den Spielern abfragt jede Stunde, dann veröffentlicht, also Das den kannst du sogar im Chat sperrt. Datapack Das machen. kann ich auch mit Ding machen, Das mit kannst du auch im Formal. Datapack machen. Also das ist ja eigentlich so richtig. Hat er hier keinen Villager Fortune 2? Nee. Nein. Merkst du doch. Warum gehst du eigentlich nicht mal wieder in den Nether? Ich kann meine Betten gar nicht benutzen. Das würde mir da auch relativ wenig bringen, weil ich irgendwie so 3 Herzen oder so die ganze Zeit habe. Gehe ich auch drauf, bestimmt. Ich schreibe gerade nebenbei ein bisschen mit Sascha. Er wird wahrscheinlich auch ab nächster Woche wieder dabei sein. Bei Natur oder bei dieser unserer Natur! Was denkst komischen, du? naja, du weißt schon, diese Challenge möglichst oft zu sterben, Dingensbums. Aber dann Ja. legen wir aber auch einen Bereich fest, in dem man sich bewegen darf, oder? Und Breakwater. je weniger übrig sind, desto kleiner wird der Bereich, oder? Ja. Jungs, mach mal die Mob-Farm frei. Was für Mob-Farm? Goldfarm. Georg, ich hab fressen. Hinter dir. Es rennt weg. Bei dessen Renten. Lauf hinterher schnell. Deine Essen rennt. Oh Mann, das ist halt echt. Also das hatte ich auch noch nicht. Mein Essen rennt weg, ne? Ja, das ja mit so einem kleinen Bereich. Okay, dann brauchen wir das gar nicht zu machen mit den Koordinaten, ne? Wenn wir dann so einen relativ kleinen Bereich machen, dann Ja, findet guck man das. mal, ob man schon mal, falls unterirdisch ist, ne? Oder zumindest so mit Glowing oder sowas. Oder falls irgendwie jemand so die ganze Zeit sneakt, dann ist halt schon ein bisschen asozial. Ja, Aber dann dann nicht lass uns gesagt, Going ist machen oder so. Jungs, aber dann nicht gesagt, ist Streampflicht dieses Mal dann. Das hast du nicht zu entscheiden. Okay. Das Erstmal ist wollen wir das Georgs dann. Idee, das heißt, er hat zu entscheiden und ich setze es um. Ja, warte mal, ich mal schauen. Ja, ich überlege gerade, ob wir das irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen so zeitlimitiert machen, dass man irgendwie, also so, ja, keine Ahnung, irgendwie nur einen bestimmten Zeitbereich machen kann, oder wenn sich da irgendwie jemand, keine Ahnung, irgendwann einloggt, weil wenn gar kein anderer da ist, dann ist es irgendwie ein bisschen langweilig, oder? Ach, du meinst, wenn nur einer auf dem Server ist, dass er dann nur eine bestimmte Zeit hat? Oder wie meinst Oder keine Ahnung, man darf irgendwie nur von keine Ahnung.
was weiß ich, es gibt irgendwie nur so einen Zeitbereich von so 1-2 Stunden, wo man am Tag online sein, oder ein bisschen mehr, keine Ahnung. Am Tag. Ja, nee, das ist ein bisschen wenig. Oder wir machen das so, jedes Mal, wenn jemand online ist, dann, oh scheiße, ich habe Zombie-Pigments geschlagen, dann wird, keine Ahnung, so eine Nachricht auf dem Discord-Server oder so geschrieben, dass man das auch immer so weiß, dass jemand online ist. Ein Verräter ist auf dem Server, tötet ihn. Oder rettet ihn. In dem Fall. Hey, das könnte halt ich richtig wissen. Ja, und dann müsste man das mit Plugins machen, wenn man das mit Zeitbegrenzung macht. Weil ja. Ich kann das nicht richtig bestimmen dann. Ja, weil das mit der Zeitbegrenzung, klar, das kann ich machen, aber dass dann irgendwie täglich zurückgesetzt wird, das ist, ne. Ja, man kann ja eigentlich auch so in Minecraft nochmal gucken. Das sieht man ja auch immer, wer online ist, ne? Theoretisch. Ob das praktisch ist, wer weiß. Ich weiß es nicht. Hab so geschaut, was ist das? Hä, eine Map? Wann kann man solche Marker setzen? Ja, das ist echt eine gute Frage. Oder sind das irgendwie was? Oder hat da jemand so einen riesen Map-Art reingemacht? Glaube ich ja nicht, ne. Hätte ich ja gemerkt. Aber hier ist doch auch neu, dass man irgendwie so mit F3N, wenn man so vorher in Survival-Mode war, dann auch wieder so Survival-Mode landet, oder? F3 und 4 gedrückt hat, dann kann ich alles wechseln. Aber wenn man F3 und N drückt, dann bin ich jetzt Spectator und dann, wenn ich nochmal drücke, wieder am Survival. Ja, dann drück F3 und F4. Zusammen. Und dann kannst du dir den Game-Mode aussuchen, in den du immer zurückgesetzt wirst. Ach, ja. Yeah. Das ist irgendwie so komisch. Das ist irgendwie... Ja. Warte mal, wenn man Shift F4 klingt, dann muss man doch eigentlich auch zurück. Okay. Aber das finde ich schon ein bisschen scheiße. Also ich weiß ja nicht. Also weißt du, ne? Wir haben so viele unbelegte Tasten. Warum kann man nicht einfach für jeden Game-Mode sich eine Taste setzen? Ganz im Ernst. Okay, kann man eigentlich... Kann ich eigentlich nicht mehr machen. Da muss ich eigentlich nur eine ganz einfache Mod dafür schreiben. Mit ein paar Zeilen. Das geht eigentlich einfacher, als ich dachte, dass es überhaupt sein könnte. Jungs, also mach mal die XP-Farm kurz frei. Ja, aber wir müssen überlegen. Aber es wäre irgendwie lustig, wenn wir da so ein paar mehr Leute... Ich weiß halt, dass du mit 5 Leuten irgendwie so viel Spaß macht. Ich hätte gesagt, man könnte, dann lass eine Abstimmung machen. Warte mal kurz, man könnte es theoretisch auch als Meisterschaft machen. Nein. Warum nicht? Warum sollte das eine Meisterschaft sein? Die Meisterschaft möglichst auch zu sterben. Beziehungsweise, wir könnten das, wenn wir jetzt diese eine Season, also der Servermeisterschaften durchhaben, dass man die Gewinner dazu einlädt. Wir haben ja ein Team pro, also ein Team sind 8 Leute. Ich würde das eigentlich mit möglichst vielen machen wollen, weil so mit so einer Handvoll ist ja irgendwie langweilig. Nee. Deshalb, Georg, egal. Wir können ja eigentlich so ein, können das ja öffentlich machen. So ein kurzer Antrag wird da auch nicht sein. Können wir halt gucken, dass wir so ein bisschen Werbung machen, da kann einfach jeder Tourcard drauf oder so. Ja. Obwohl der. Georg, denkst du, wenn man einen Command hier hat, der sagt, zählen Scorebot die ganze Zeit hoch, denkst du, der macht auch, zählt dann auch noch hoch, wenn keiner online ist? Keine Ahnung, glaub ich ja nicht. Also, wenn der Chunk geladen ist? Aber wenn es über Datapack ist. Der Datapack ist immer geladen, ja. Ja, gut. Ich kann den Markus mit dem Vorteil. Dann können wir alle mal kurz runtergehen. What is? Obwohl, ich kann es ja auf meinem eigenen Server testen. Okay. Ich habe erstmal einen Testserver, den auf meinem Rechner läuft. Der für deine Cousine, für deine Schwester war oder was? Nö, da habe ich. Ich hatte halt irgendwann mal lange bei dem Corona und. Hab mal angefangen, ein bisschen Plugins zu schauen. Also ja, kannst du Plugins schreiben schon langsam, Mike? Ein bisschen, ey.
Dann setze ich demnächst ins Unions-Plugin. Hehehehe. Lausig. Das ist Laus sein Job, nicht meiner. Oder mach selber. Ich überlege ja, über genau. Diese. Könntest auch mal deinen Horizont erweitern. Ich fuchse mich gerade in dieses Custom World Geschichtchen da rein. Hey, das ist nur ein Menü, wo du Sachen anklickst. Kann ja nicht so schwer sein. Nein. Da steht noch ein bisschen was dahinter. Das ist ein Data Pack oder sowas. Da steckt noch ein bisschen was dahinter, Georg. Ja, aber ist das ein Data Pack oder was? Du kannst theoretisch eigene Dimensionen über ein Data Pack laden. Okay, das ist schon cool, theoretisch. Und du kannst eine eigene, also du kannst zum Beispiel das Parlament als eigene Dimension machen, die Lobby auf dem alten Server auch als eigene Dimension und dann über Schilder-Click-Commands in diese Welten sich TP'en. Weil du kannst einfachen TP-Command den Dimension executen seit geraumer Zeit. Ich meine, seit 2 Versionen oder so. Oho. Also ich will mich da gerne mal reinfokussen. So, dann mach das. Ja, wir nennen die so komplett die Dosen hier rum, ne? Ja. Ey, lass mal so. Ich schaue jetzt nur gerade mal hier runter und denk mir so, wo ist der Wald hin? Ja. ich glaube, da hat jemand ein bisschen Holz gebraucht. Kann das schon mal da rechts. Ja, hier diese ganzen Wanne. Das war ich! Ich sag mal so, ganz, das war ich! Die ganzen Banner da. Ja! Ich hatte immer Spaß mit Pillesam. Okay, erstmal abholzen. Mit Luke haben wir gesagt, das ist von Luke aus. Okay, machen wir es weg. Jungs, ich habe mit Luke abgesprochen, das ist der Villager-Friedhof. Den Friedhof macht man anders. Da lässt man ein bisschen Platz, ne? Wenn man da so den einen vor das Grab treten will, dann ist man ja schon wieder, steht man ja schon auf dem Grab vom nächsten, ne? Okay. Also, kein Fakt bei euch. Macht das schön nochmal neu. Ja, ich hatte auch noch mal weitere Leichen gerade bei mir, als ich in der Lava gewesen war. Hast du dich mitgezählt? Nein. Okay, dann sind es 3. Was? Dann sind es ja 3 Leichen. Ich hatte 11 weitere. Tja, Pech. Banner, ich glaube, ihr spinnt. Georg, ich ziehe mir nachher ein Backup der Welt mal, weil ich eventuell ein bisschen was ausprobieren würde wegen einer Farm. Wegen einer etwas effizienteren Pigment-Farm. Machst du auch mal Singleplayer-Welt? Ja, aber ich will mir keine. Ich will auf dieser, auf der Basis von dieser Farm was entwickeln. Ja, dann mach das. Weil theoretisch könnte man ja oben drauf noch mal Turtle Eggs knallen, dass sie die alle attracten. Also Georg, ich kann immer noch am schnellsten spammen. Ich habe auch nur rechts gedrückt gehalten, ne? Da machen wir aber so einen Wettbewerb. Okay, ich kann ja. Oh, jetzt tut mein Arm weh. Hey, wie kannst du das so schnell? Zuckungen im Finger. jetzt tut mein Arm wieder weh. Ja, okay, wenn du irgendwie so einen Krampf provozierst und das dann dauert. Ja, so eine Art Krampf, so richtig Zitter anfallen, dann destroyt das meine Maus komplett. Reichen einfach. Jungs, eurer Meinung. Auf die Zeigefingern. Jungs. Was? Reichen eurer Meinung nach 41 Level oder nicht? Also ich hab 36. Ich hab 29.